Einen wunderschönen Freitag. Spieltag. Es ist jetzt, ja, 2:45 ungefähr. Bin gerade losgelaufen. Bin noch kurz mit dem Hund Gassi. Den nehmen wir einfach mit Richtung Stadion. Da wird er dann eingesammelt und wieder mit nach Hause genommen. Und dann geht's nach Oldenburg. Schon wieder. Gefühlt waren wir da gerade erst. Ganz dramatisch im Pokal weitergekommen. 2-2 nach 90, 3-3 nach 120. Dann im Elfmeterschießen 6-3 gewonnen. Ich glaube, die Fans haben sich im Vergleich zum letzten Mal verdoppelt. Zumindest unsere. Beim Pokalspiel waren so 300 da, weil es unter der Woche war. Jetzt dürften es wohl irgendwie 600 sein, vielleicht 700. Also die Kulisse ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Unsere Jungs haben natürlich Bock. Wir sind ungeschlagen dieses Jahr bisher. Im Pokal weitergekommen. Die ersten beiden Regionalligaspiele nicht verloren. Die Meppen geschlagen, Lohne unentschieden gespielt. Von daher, ich glaube, wir haben am wenigsten zu verlieren. Ich laufe gerade bei der Schule lang, bei einem Gymnasium in Emden. Das war damals tatsächlich das Rivalengymnasium von meinem Gymnasium. Rivalenschule, irgendwie sowas. Mal einen anderen Weg, aber auch wegen dem Hund, weil hier kann der frei laufen. Und genau, ich würde sagen, ich melde mich gleich vom Sportplatz. Die ersten Jungs müssten wahrscheinlich gleich schon da sein. Und dann fahren wir mit dem Bus erst nach Oldenburg, sammeln die Jungs ein und dann fahren wir zum Stadion. Und dann bin ich gespannt, was uns da erwartet. Ich nehme mich auf jeden Fall mit. Bleibt dran. In Zukunft der ganze Kram, der übliche. Liken, subscriben, abonnieren. Ist alles das Gleiche, glaube ich. Das karten wir raus. Like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr. Pepe, komm. Tack, 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 tack. Und genau. Ich würde sagen, mit Pepe lasse ich euch dann auch raus. Der Junge macht noch ein paar Meter und wir sehen uns später. So macht man das.
So, Halbzeit im Marschstadion. 1-0 Führung. Ladenschuss von Theo Steffens noch dazu. Ein Abseitstor von Kalli. Ja, hätte höher stehen können. Also Oldenburg ist erstaunlich ideenlos vorne. Ja, verdient. Nicht hochverdient, aber verdient auf jeden Fall. Ich glaube, es ist aber wichtig, jetzt das zweite nachzusetzen, weil beim Pokalspiel war Oldenburg in der zweiten Halbzeit dann auch immer besser reingekommen, wurde immer mehr, immer packender, immer zupackender auch. Und ja, bin gespannt. Ich habe mit zwei, drei Fans von uns geredet, die sind ja auch wieder zahlreich da. Ich glaube, könnt ihr die da sehen? Da so? Da sind und das ist unsere Kurve. Die sagten auch, bei uns wäre die Hütte voll gewesen und das ist auch so. Also, ja, schwierig. Vielleicht eine Mischung daraus, dass wir lange nicht hier gespielt haben und der VfB einfach momentan leistungstechnisch vielleicht nicht das abruft, zu dem er imstande ist. Ich bin gespannt, was die zweite Halbzeit bringt. Ich hoffe, es ist dann noch hell für die Aufnahmen. Ich melde mich dann ein bisschen später, nachdem wir Interviews, Fotos und so weiter gemacht haben. Und dann sehen wir uns später. Ne? Dranbleiben. Ganz schnell quick and dirty zwischendurch. Es steht 3-0 nach 70 Minuten. Absolut einseitige Partie inzwischen. Oldenburg hat, glaube ich, eine Chance oder zwei Chancen gehabt, ansonsten gar nichts zustande bekommen. Stadion ist ruhig gestellt, einige Zuschauer schrien schon Sätze wie, wir haben die Schnauze voll. Also ich bin gespannt. Auf jeden Fall ja, 3-0. Ich lehne mich auf Fenster, Derby-Sieg und die Fans da. Die sind der Wahnsinn. Genau. Jetzt 20 Minuten nochmal Arme und Beine drücken, Hände, Daumen, alles drücken und dann schauen wir. Gestellt. 3-0 Sieg für Handtuch vergessen draußen. 3-0 Sieg, Derby-Sieg gegen Oldenburg. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Die Fans kommen aus dem Staunen gar nicht raus. Wir irgendwie auch nicht. Also, was die Jungs da abliefern Woche für Woche, das ist echt der Wahnsinn. Also du merkst richtig, dass das wirklich ein zusammengeschworener Haufen geworden ist. Noch mehr als letztes Jahr, würde ich fast sagen.
Es ist noch intensiver, qualitativ ist es noch besser. Ich bin gespannt. Dienstag geht es weiter gegen die Nachwuchstruppe von Werder, also Werder U23, Werder 2, wie auch immer man sie nennen möchte. Ich gehe jetzt rein, trockne mich ab. Ich habe mich ja gerade schon umgezogen, damit ich zumindest was Trockenes anhabe und hier nicht komplett krank nach Hause komme. Genau, ich kann euch nur noch mal sagen, ans Herz legen, abonniert den Kanal, like, subscribe, macht alles. Wir wurden heute wieder ein paar Mal drauf angesprochen. Ich finde es immer noch sehr komisch, aber es freut mich, dass die Videos bei euch so gut ankommen. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende oder Restwochenende, weil das Video wahrscheinlich erst am Sonntag oder Samstagabend erscheint. Und genau, es bleibt mir über. Ich stimme jetzt nicht nochmal Derby-Sieger an, aber war schon geil. Wir sehen uns am Dienstag.